Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video für dich, wo ich dir ein bisschen aussortierte, vor allem dekorative Kosmetik zeigen werde. Also ich habe hier so eine Box, wo ich das halt immer reinpacke, dann mache ich mir immer Notizen dazu, warum ich die aussortiere. Und wenn du Bock drauf hast, das zu sehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Dieses Video passt aktuell so ein bisschen zu meiner Stimmung. Ich bin nicht gut drauf und dann kann ich jetzt auch einmal ein Mecker-Video machen. Ich weiß nicht, also das richtet sich jetzt überhaupt nicht gegen die Marken. Oder, keine Ahnung, wenn das euer Lieblingsprodukt ist, dann ist es auch überhaupt kein Angriff gegen irgendwen hier. Das ist einfach nur, dass ich ja sage, warum das halt bei mir nicht funktioniert hat. Ne? Also genau, ich habe die Produkte verwendet und ich habe sie nicht nur einmal verwendet und habe da jetzt einfach leider eine negative Review zu und ja. Deswegen müssen sie meine Sammlung verlassen. Genau, denn ich kann ja nicht immer nur hier positiv, ne? Das geht ja nicht. Okay, wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das die Catrice Desert Dunes Palette. Die war ja in dieser Sommer Limited Edition von diesem Jahr drin. Eigentlich eine wirklich schöne Palette. Also da trage ich auch einen Teil von heute tatsächlich. Aber das Problem bei dieser Palette ist nicht nur, dass sie riesengroß ist, was ja per se schön ist, weil man ja ordentlich Produkt bekommt. Mein Problem ist, dass ich nur zwei Produkte aus der ganzen Palette tatsächlich verwende und das sind diese beiden. Das ist der Bronzer und das ist der Highlighter. Beides trage ich auch. Also die Produkte solo sind wirklich schön. Der Bronzer ist schön dezent, der Highlighter ist auch schön, aber nicht zu intensiv. Also mag ich wirklich gerne, aber es ist halt wirklich, wenn du nur zwei von sechs Produkten aus einer Palette verwendest, dann ist es einfach den Platz nicht wert, was es wegnimmt, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, deswegen darf es leider gehen. Es ist eigentlich eine schöne Palette, die man nimmt für, ne, wenn man vielleicht je nach Jahreszeit auch eine unterschiedliche Bräune hat oder so. Dann kann man unterschiedliche Highlighter, unterschiedliche Bronzer verwenden. Ja, ich habe einfach genug andere Produkte, die ich dann dafür verwenden kann. Und ja, ich schäme mich dafür, dass ich Produkte aussortiere. Das ist echt ein bisschen, ne, weil ich auch gar nicht so häufig diese aussortiert Videos mache. Aber wenn ich das dann mache, dann denke ich mir immer nur, oh, es tut mir eigentlich so leid, weil eigentlich ist es, ne, ist dieser Bronzer und diese Highlighter, den ich daraus verwende, richtig, richtig gut. Aber hat mich halt nicht geflasht. Okay, dann kommen wir mal zu diesem wunderschönen Produkt von Lime Crime. Das ist ein Liquid Lipstick. Den hatte ich in einem Trash-Paket auch tatsächlich bekommen. Ist in der Farbe True Love. Eigentlich auch eine richtig, richtig schöne Farbe. Sieht auch auf den Lippen im ersten Moment richtig toll aus, aber der krümelt wie Sau. Also Wahnsinn, ich habe den auch bei Adventskalender-Unboxings zu tragen. Und bei mir ist es ja tatsächlich so, wenn ich hier sitze und Lippenprodukte drauf habe und Schminke drauf habe, ich habe ja Bewegung im Gesicht. Ne? Es ist ja nicht nur, dass ich hier sitze und einfach nur so ganz normal in die Kamera rede und gar nicht groß eine Miene verziehe, sondern ich bewege mein Gesicht und dann zwischendurch esse ich was, ich trinke was und ich habe den halben Liquid Lipstick dann immer mit aufgegessen und das fand ich nicht schön, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mich gestört, das hat mich genervt und deswegen muss er mich jetzt leider verlassen. Dann habe ich ein Pflegeprodukt hier auch mit drin, was ich jetzt leider aussortieren werde, weil es mich tierisch nervt. Also das ist von Balea, die Deo-Creme mit Natron 0% Aluminium. Ich habe wirklich versucht, sie zu verwenden, Leute. Ne? Ich habe die über Tag nicht nehmen können, weil die halt mich nicht vom Schwitzen bewahrt. Ich habe die dann abends verwendet. Und man sieht, ich habe da auch gar nicht so wenig draus verwendet. Ich bin dann immer mit meinem Fingernagel da reingegangen, hatte dann immer ein bisschen was auf meinem Finger drauf. Und dann habe ich das unter meinen Achseln halt verteilt. Ne? Das war nervig. Danach musste ich immer Hände waschen. Ich mag es einfach lieber. Und aktuell habe ich auch so ein Ding bei mir im Badezimmer stehen für abends. Ja, das ist einfach so ein Stick. Ne? Das nimmt man in die Hand, macht einmal frupp, frupp. Fertig. Oder wenn ich mir einen Roller nehme oder so. Ich möchte eigentlich weg von diesen Sprühdeos in diesen Aluminiumflaschen und habe mir dann auch deswegen auch ein paar Cremedeos gekauft und ja, ich habe einfach gemerkt, dass das nichts für mich ist. Himbeer- und Magnolienduft, also da riechst du jetzt so nichts von. Das soll 24 Stunden Schutz geben, aber im Prinzip gibt es ja nur 24 Stunden Duft und das kann ich auch nicht bestätigen. Also ich habe es mir abends nach dem Duschen, wie gesagt, drauf gemacht und morgens war der Duft halt echt weg, ne? Also da war nichts mehr da. Ja, schade, ne? Und dann habe ich hier ein Produkt, das war in der M. Asam Beauty Tüte, Wundertüte, wie auch immer, kann ich hier oben mal verlinken.
Da hatte ich mich echt drüber gefreut und dieses Produkt ist auch richtig, richtig toll auf der Haut. Also eine schöne Textur. Das ist die Youth Lift Tinted Action Cream. Das ist diese hier. Leider ist die mir aber viel zu dunkel und die wird mir auch im Sommer zu dunkel sein. Und ich hatte sie mir zweimal drauf gemacht und jedes Mal habe ich sie dann mit einer anderen Foundation noch retten müssen. Und das fand ich nicht schön. Das fand ich echt nicht schön. Deswegen muss die leider gehen. Aber vom Hautgefühl her richtig toll. Und die ließ sich schön ausblenden, hat sich toll mit der Haut verbunden. Also wenn man ein bisschen mehr dunkler ist, als ich das bin, also wenn man wirklich so einen Medium-Hauttyp hat, ist die wirklich eine Empfehlung, aber für mich leider echt viel zu dunkel. Diese Lidschattenpalette, Maybelline The City Mini Palette, die hatte ich in einem Adventskalender drin, in der Farbe 540 Diamond. Die ist eigentlich nicht schlecht, ne? Wirklich nicht schlecht. Da hätte ich auch den Look, den ich jetzt heute geschminkt habe, mit schminken können. Habe ich aber nicht, bin ich ehrlich. Hätte ich jetzt auch anders sagen können, ist aber nicht so. Weil hier ist auch genauso ein Türkis drin, hier ist genauso ein Grau drin und genauso ein Schimmerton. Tatsächlich auch leider nur ein Schimmerton. Genau, die ist schön, aber die ist langweilig. Das muss ich leider sagen. Ich finde die Maybelline Paletten, die meisten tatsächlich, langweilig. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin ja eher so ein... Nur ein Schimmerton? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn ich mir eine Palette kaufe, soll eine Palette schon mehr als nur einen Schimmerton haben. Oder es ist eine Palette, mit der man wirklich nur rein matte Looks schminkt, ne? Das ist ein schöner Schimmerton. Der ist wirklich, wirklich sehr edel, sehr metallisch und echt angenehm. Auch auf dem Auge, ne? Kannst du sogar mit einem Pinsel auftragen. Brauchst du nicht mal deinen Finger für. Aber die anderen Sachen... Das einzige Pop-of-Color-Ding ist hier ja quasi das Türkis. Aber nee, die ist mir einfach zu langweilig. Hier habe ich jetzt einen Highlighter von Rival Loves Me. Den habe ich mir damals gekauft, als Rival Loves Me neu in die Theken gekommen ist. Und quasi, ja, Rival de Loupiang rausgegangen ist. Das ist so ein Herzchen, ist ja auch so ein bisschen angelehnt an diese Geschichte, wie Too Faced das zum Beispiel macht oder andere Firmen, die sind dann ja auch so ein bisschen, ne, schöner von ihrem Packaging her. Zum einen stört mich aber hier tatsächlich das Packaging, weil das wirklich super klobig ist. Die liebe Jana, White Swan Beauty, erwähnt sowas auch immer wieder in ihren Videos und sie hat einfach vollkommen recht, weil das kriegst du einfach, wenn man so einen kleinen inneren Monk hat, kriegst du das nicht schön in deine Make-up-Sammlung inkludiert, weil der einfach immer irgendwie komisch dann steht, liegt... sich verhält, rollt, umfällt, aufgeht, keine Ahnung, nervt mich. Gleichzeitig ist es auch noch so, dass dieser Highlighter wirklich super, super glitzerig ist. Also wenn ich den auf mein Gesicht gebe, man sieht wirklich groben Glitzer und der bleibt auch nicht so wirklich an Ort und Stelle gefühlt. Also gefühlt verteilt er sich im halben Gesicht bei mir und ja, deswegen, da habe ich deutlich schönere Highlighter und deswegen muss der leider gehen. Hier habe ich jetzt ein Schätzchen, das hatte ich in der Vegan Beauty Basket, glaube ich, drin. Da habe ich mir den hellsten Hautton sogar ausgesucht und selbst der ist zu dunkel für mich. Lady Green Paris Teint Velour BB Cream Perfectrice 5 in 1. Ja, da habe ich zwei Dinge hauptsächlich dran auszusetzen. Zum einen ist sie mir einfach viel zu dunkel und zum anderen krümelt die wie sonst was. Also ich habe sie auf mein Gesicht gegeben und habe die dann entsprechend eingearbeitet. Ich habe es versucht mit dem Schwamm, ich habe es versucht mit den Fingern, ich habe es versucht mit dem Pinsel, ich habe es versucht in Kombination mit allen möglichen Sachen. Ne? Die hat gekrümelt. Die hat wirklich gekrümelt. Also ich habe auch nicht viel Produkt verwendet und das ist... Ah, das mag ich nicht. Wenn es ist in der Farbe light, aber es ist viel zu dunkel für mich, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und das geht leider nicht klar mit mir. Und ja, deswegen muss die auch leider gehen. Jetzt habe ich mich auch entschieden, ein Produkt auszusortieren, ebenfalls eine Foundation. Ich habe echt viele Base-Produkte jetzt mal ausprobiert, weil ich gemerkt habe, ich habe super viele Foundations. Aber irgendwie benutze ich doch immer das Gleiche an Foundations. Und das ist die Maybelline Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight Protective Makeup Foundation mit Lichtschutzfaktor 50, was ja ein Dupe sein soll, zu der IT Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream. In der Farbe 100 Warm Ivory habe ich die. Perfektes Farbmatch, Leute. Also die passt so gut. Die habe ich dann tatsächlich auch mit den beiden anderen Sachen gemischt. Und dann ging das halt auch farblich. Ich habe damit auch Videos gedreht und so. Man hat es mir nicht angesehen, dass ich merkwürdige Foundations auf dem Gesicht hatte, um das mal so zu sagen. Ich habe die aber auch solo getragen. Ich habe die mit sehr hydratisierenden Primer darunter getragen. Sie war mir zu trocken. Das ist eben echt so ein Thema bei mir. Foundations müssen bei mir nicht nur Hydratisierung draufstehen haben, sondern auch drin haben. Sprich, mein Gesicht mit Feuchtigkeit versorgen und dafür sorgen, dass mein Gesicht sich nicht so anfühlt, als würde ich mir eine Maske auflegen. Und das hat die leider gemacht. Und so schön wie die ist und so, ne?
toll, wie es aussieht, wenn ich vor der Kamera sitze, wenn ich dann vorm Spiegel stehe und mich angucke und einfach alles nur crusty ist und es aussieht, als hätte ich ein übles Cakeface, macht das echt keinen Spaß und deswegen muss die leider gehen. Dieses Produkt auszusortieren geht mir wirklich leidig ab. Das ist ein Produkt, was ich in PR zugeschickt bekommen habe und ich wollte sie wirklich mögen. Aber auch hier ähnlich wie bei The City Mini Palette von Maybelline, sie ist mir zu langweilig und irgendwo auch zu dunkel. Das ist von Juvia's Place, The Chocolates by Juvia's. Das ist diese Palette. Super schön pigmentiert, tolle Farben, wirklich. Aber wir haben hier nur 6 Farben. Mir fehlt hier ein Schimmerton in hell. Wir haben 2 dunkle Schimmertöne. Mir fehlt ein matter Ton in etwas heller. Das funktioniert nicht. Man sieht es heute auch, ich versuche mich auch in letzter Zeit mal ein bisschen daran zu testen oder zu trauen, mal etwas dunklere Looks zu schminken. Habe ich hiermit auch gemacht, aber das hat mir nicht gefallen. Da musste ich auch noch einen Highlighter mit dazu nehmen. Ich musste mein Puder mit dazu nehmen. Ansonsten hat es mir einfach nicht gefallen. Aber die Pigmentierung ist super. Ich habe auch noch andere Paletten von Juvia's Place hier, die mir sehr gut gefallen, die auch einfach mal etwas bunter sind. Aber das hier war leider nicht so mein Style. Kommen wir zu einem Schätzchen, was ich ebenfalls in einem Trash-Paket zugeschickt bekommen habe. Und das ist wieder eine Face-Palette. Revolution Ultra Contour Palette. Ich glaube, so gut wie jeder hat die auch irgendwo bei sich rumliegen, weil das halt so die bekannte Revolution Palette ist. Sie ist günstig, sie enthält 8 verschiedene Produkte und es ist eigentlich auch eine gute Sache, aber bei mir halt auch wieder das Problem, ich benutze hiervon nur einen Bronzer, das ist der hellste. Das Banana Powder ist mir einfach zu gelb, dieses Puder ist mir einfach zu pink, zu rosa und als Highlighter kann ich, wenn überhaupt, die beiden gemischt verwenden. Wenn ich den alleine verwende, ist er mir zu hell, zu icy und wenn ich den hier alleine verwende, ist er mir irgendwie zu dunkel. Ich weiß es nicht, auf dem Gesicht kommt er auch sehr, sehr schwach rüber und ist dann eher so pudrig, als dass er ein wirklicher Highlighter ist. Deswegen musste ich den immer mit dem hier auch mischen und finde ich dann halt auch irgendwie schade drum. Ne? Deswegen gebe ich die lieber weiter an jemanden, der sie dann auch gerne verwendet und auch häufiger verwendet und wo sie einfach ein schöneres Zuhause bekommt als bei mir. Kommen wir mal zu einem Primer, der auch relativ neu dieses Jahr bei mir eingezogen ist, der jetzt aber halt gehen darf. Das ist von XX Revolution, dieser Hydrate Primer H2 Glow. Ne? Also das ist H2 Glow. Du hast hier, das sieht schön aus. Ne? Das sieht wirklich schön aus, dieses Packaging mit diesen unebenen Tropfen hier drauf. Problem bei diesem Primer ist leider, dieser wunderschöne Gel-Primer hat Glitzer drin. Und dieses Glitzer hast du auf deinem ganzen Gesicht. Das kriegst du nur weg, tatsächlich, wenn du eine super deckende Foundation darüber gibst. Das Ding ist aber, du hast ja trotzdem den Glitzer auf dem Gesicht. Und ich frage mich, ob das für die Haut überhaupt so gut ist, wenn man da sich so grobe Glitzerpartikel drauf gibt. Wenn das etwas wäre, was sich halt irgendwie so verteilt, was irgendwie, keine Ahnung, ne, irgendwie kleiner wird und man das nicht so mitbekommt, dass das so exzessiv in dem Gesicht abgeht wie eine Discokugel. Es ist irgendwie herzenstechnisch für mich besser auszuhalten, als wenn ich den ganzen Tag über weiß, dass ich groben Glitzer unter meiner super deckenden Foundation dann drunter habe. Es ergibt irgendwie keinen Sinn, oder? Weil eine Foundation sollte ja nicht ein Primer abdecken müssen, sondern die Unebenheiten, die auf der Haut sind. Gut, der hat schon Feuchtigkeit gespendet, das hat sich auch ganz gut angefühlt, aber das mit dem Glitzer, das hat mir echt keine Freude bereitet. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, mit dem ich einfach nicht klarkomme. Das ist einfach aufgrund meiner, ich komme damit einfach nicht klar, Heid. Catrice Brow Colorist Semi Permanent Brow Mascara. Die ist ja auch relativ neu ins Sortiment da eingezogen und ich komme damit nicht klar. Ihr habt es auch in, ich glaube, 2 Videos sogar gesehen, wie ich die verwendet habe. Dann habe ich sie so auch noch versucht zu verwenden, einfach weil ich möchte, dass Produkte ja auch funktionieren. Ich möchte nicht sagen müssen, ich muss es aussortieren, sondern ich möchte sagen, es hat bei mir funktioniert. Ne? Ich möchte ja positiv reden. Hat so ein Gummibürstchen, was ich echt cool fand. Das Problem ist aber, dass es wirklich jedes Härchen greift. Und da ich nun mal meine Stirn nicht rasiere oder so, ich habe da halt wirklich feine Härchen und die werden dadurch halt auch noch erfasst und betont und ich kriege damit einfach kein schönes Ergebnis hin und deswegen muss das Produkt leider gehen. Ich habe noch einen weiteren Highlighter aussortiert, der einfach zu viel Glitzer drin hat und dieses Glitzer fliegt mir im ganzen Gesicht rum und das ist ein neues Produkt von Physicians Formulas, der Butter Highlighter in der Farbe Pearl und das ist ein wirklich intensives Produkt.
Der ist sehr, sehr icy. Der ist eigentlich auch ganz schön. Der passt auch zu vielen Looks. Hat auch einen leichten rosa Stich noch mit drin, was eigentlich ganz schön ist. Wenn er denn dann an Ort und Stelle bleiben würde und sich nicht im ganzen Gesicht verteilen würde. Wenn ich da mit dem Finger durchgehe, ist es samtig. Ist es schön. Wenn ich den swatche, ist er wundervoll. Gebe ich ihn mir aber auf, wie ich ihn mir aufgebe, nun mal, wenn ich mich schminke, nämlich nicht mit einem Finger, sondern mit einem Pinsel, dann merke ich schon direkt und sehe es halt auch, dass es direkt hier überall glitzert. Und wenn ich dann den Highlighter aufgetragen habe und ja, mein Gesicht dann zette und so weiter, dann habe ich es einfach überall. Also ich habe es am Mund, ich habe es überall. Überall fliegt es einfach rum. Und das finde ich nicht schön. Also das ist mir dann einfach zu unkontrollierbar. Und da habe ich, wie auch schon eben bei dem Rival Loves Me Highlighter gesagt, schönere Produkte, die wirklich an Ort und Stelle bleiben wollen und dürfen und die nicht ganz so glittery sind. Ich kann mir den gut vorstellen, wenn man sowas verwendet, was ich nicht wirklich tue, so als Körperglitzer, Highlighter, wie auch immer, ne, dass man sich die Schlüsselbeine, die Schultern, was auch immer, die Beine ein bisschen damit, ne, einpudert, bin ich aber kein Fan von, deswegen wird er bei mir auch nicht zweckentfremdet weiterverwendet. Auch diesen Eyeliner von Rival Loves Me habe ich in meinem Vorstellvideo von Rival Loves Me verwendet. Der ist mir einfach zu fest. Ne? Das ist dieser hier. Ich weiß gar nicht, ob es den im Standardsortiment gibt. Ich glaube schon. Ne? Aber der ist halt ganz speziell, weil er hat halt oben in seinem Schwämmchenapplikator ein Herzchen drin. Das ist nice, aber super, super unpraktisch. Diese Spitze ist fest. Du kannst damit nicht in den Wing ziehen und der winkt dich aus, sondern du musst es wirklich vorsichtig aufziehen und trocknet schnell aus. Und was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Zu fest und zu trocken, genau. Also bis ich damit wirklich einen schönen Eyeliner gezogen habe, dauert es wirklich. Und ich möchte schon Zeit in mein Make-up investieren und auch Freude dabei haben, dass ich mir dabei Zeit lassen kann. Aber so ein Produkt macht mir einfach keine Freude. Kommen wir wieder zu einem Primer, und zwar von e.l.f., der Illuminating Face Primer. Das ist dieser hier. Der ist mir zu silikonig, zu trocken, und der ist einfach mit Goldschimmer. Und wenn ich mir den auftrage, sehe ich aus wie der Blechmann in Kupfer oder Gold. Ich weiß es nicht. Das sieht einfach nicht schön aus. Der setzt sich total unschön auf jede trockene Stelle in meinem Gesicht, setzt sich in den Fältchen komisch ab. Der sieht echt merkwürdig aus. Und so schön das Packaging auch aussehen mag, aber dieses Gold ist nichts für mich. Das ist, ich glaube, das sind sogar verschiedene Farben gewesen. Radiant Glow. Vielleicht gibt es da auch noch unterschiedliche Farben. Aber selbst in der helleren Farbe würde er sich ja trotzdem so verhalten. Der gibt mir einfach nicht genug Feuchtigkeit und muss deswegen leider gehen. Die meisten Face-Produkte sortiere ich tatsächlich auch aufgrund ihrer Zu-Dunkligkeit aus. Wie auch dieses Puder hier von Uwoga Uwoga. Das ist das Happy Ending Puder. Das ist so ein gefärbtes, ne? Das ist so leicht bananamäßig, ist ein loses Puder. Ja, ein Problem, was wir zwei Hübschen miteinander haben, ist zum einen die Farbe, ne? Weil ich sette tatsächlich meinen Concealer mit losen Pudern. Das heißt, ich gehe damit unter mein Auge. Aber diese Farbe unter meinen Augen ist einfach zu dunkel, zumal dieses Puder gefühlt auch noch nachdunkelt. Dann setze ich das auch echt komisch ab, betont trockene Stellen und lässt alles halt nicht so schön aussehen, wie ich das eigentlich von dem Puder erwarte. Puder sollen mir noch gefühlt einen Filter übers Gesicht legen und nicht noch irgendwie was betonen oder so, weil dafür benutze ich kein Puder, dann brauche ich es nicht, ne? Ja, deswegen darf das auch gehen. Apropos Concealer, da habe ich auch noch einen von Essence aussortiert. Der Stay All Day 16 Hours Long Lasting Concealer habe ich hier gehabt in der Farbe 10 Natural Beige. Was mir per se, ja komm, ganz gut zum Hautton passt im Sommer. Ne? Also im Winter ist er mir schon wieder ein Stück weit zu dunkel. Der ist mir aber auch zu trocken. Also ich denke, dass dieser Concealer auch eher was ist für etwas Jüngere, die halt nicht jetzt irgendwelche Augenfältchen haben oder trockene Stellen an den Augen oder so. Und ja, für mich war der halt nichts. Waterproof, was hier draufgeklebt ist, würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben. Also, ne, keine Ahnung. Also der war einfach zu trocken. Einen weiteren Eyeliner habe ich aussortiert, und zwar von Kiss Professional, Professional Kiss New York. Das ist der Magical Ink Eyeliner. Den haben wir hier. Auch das ist wieder so ein Filz-Eyeliner, aber der ist mir einfach zu unpräzise. Zu unpräzise, funktioniert nicht wirklich. Der hört einfach mittendrin, während man am Malen ist, auf. Und da muss man wieder an seinem Arm oder sonst irgendwo versuchen, das Produkt rauszukriegen. Und dass das Schwämmchen sich wieder mit Farbe füllt. Und das hat mich einfach tierisch aufgeregt. Und deswegen wird er jetzt auch aussortiert, weil damit habe ich auch keinen Wing hinbekommen. Ich habe damit nicht arbeiten können. Ja, das hier ist leider zu warm für mich. Die Essence Brow Pomade and Brush ist
ein schönes Produkt, ne? Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das einfach auch super, super praktisch ist und sich einfach leicht hat verarbeiten lassen. Ist mir aber halt einfach zu warm. Das sah echt merkwürdig aus. Ich gucke eben die Farbe 01 Aibo, hatte ich als Farbe hier. Da hast du hier oben halt so ein Pinselchen mit drin und dann hier unten die Pomade in diesem unten Ding, was man so abdrehen kann. Genau, habe ich auch in dem Essence-Video verwendet. Genau, wie gesagt, war mir zu warm. Ja, das ist mir ein bisschen schwer gefallen, den Riva Loves Me Bronzer. Habe ich auch aussortiert. Pastel Breeze, das ist dieser hier. Ich habe den ja tatsächlich doppelt, ne? Ich habe ja einmal den Pastel Breeze, also aus dieser Limited Edition von Riva Loves Me, und ich habe den Superfruits von Rival de Loup Young. Den habe ich nämlich von der lieben Jana mal bekommen. Und da die halt super, super ähnlich sind, habe ich mir gedacht, komm, dann behalte ich den, den ich in einem Tauschpaket drin hatte, und den, den ich mir selber gekauft habe, gebe ich dann weiter. Ist vom Packaging halt recht ähnlich auch, ne? Also auch wieder so Pappverpackung. Dann hast du hier auch ein Plastikfenster, kannst es öffnen, hast hier den Bronzer, ne? Ist super viel Produkt drin, 22 Gramm werde ich im Leben nicht verwenden. Ist aber ein super schönes Produkt, deswegen, ne, den anderen behalte ich ja auch und verwende ich auch weiter. Lässt sich schön ausblenden, ist einfach super gefällig von der Farbe her und ja, nicht zu warm, nicht zu kalt quasi, ne? Eigentlich ein richtig schönes Produkt, aber wie gesagt, doppelt brauche ich Produkte nun mal echt nicht haben. So, und jetzt kommen wir zum letzten, und das ist von Revolution Pro ein Brow Gel, genau. Ich bin ja ein Fan davon, bei Augenbrauen Gelen, Augenbrauen drüber mach Viecher, dass die Produkte meiner Augenbrauen festtackern, ne? Weil dadurch, dass ich mittlerweile auch Augenbrauenseren verwende, sind meine Augenbrauenhärchen nämlich echt lang. Ganz schön lang. Also es kommt irgendwie keine Gefühl dazu, aber meine Augenbrauenhaare sind einfach lang. Und dafür muss ich sie halt irgendwo in Form bringen. Und das mache ich lieber mit einem Produkt, was dann die Augenbrauen festtackert, als mit einem Produkt, was ich reinmache und dann ist es flexibel und bewegt sich dann vielleicht noch. Ja, und was dieses Brow Gel von Revolution Pro auch noch gemacht hat, ist, dass du dadurch auch noch Produkt abgetragen hast. Also man hat sich das aufgegeben. Und dann hat sich die Augenbrauenfarbe, die man sich aufgegeben hat, halt auch noch verabschiedet. Liegt wahrscheinlich an dem Applikatorfüßchen, was halt echt ein bisschen zu groß ist. Und dieses Kunsthaarbürstchen, das ist, was eher an eine Mascara erinnert. Ich glaube, das nimmt einfach zu viel Produkt ab. Ich glaube, daran liegt das. Und ja, deswegen ist das jetzt das letzte Produkt, was gehen darf. Und das waren sie nun, meine aktuell aussortierten Produkte. Falls ihr sowas häufiger sehen wollt, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Diese Produkte werden weiter wandern. Ich habe nämlich mit einer geschrieben, mit einer jungen Dame. Und die bekommt das von mir in einem Trash-Paket, sage ich mal, ne? Genau, aber dann noch ein paar andere Sachen mit dazu, so als kleines Weihnachtspaket. Und ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!